Willkommen. Hört man Willkommen. uns? Man hört uns noch nicht, man hört uns gleich. Hallo. Ja, hallo, ja. Hallo. Ja, hört man uns? Hört man? Aha, ja, man hört mich. Hört man Hi. Euch? Hallo, hallo, Hi. Hallo. Ja, okay. Wir haben noch die technischen Anlaufschwierigkeiten hier. Hallo und willkommen zum dritten Festivaltag. Und zum 4 Uhr Nachmittagsprogramm Smash or Pass. Für diejenigen, die hier vor Ort dabei sind, haben wir den Twitch-Chat? Natürlich haben wir den Twitch-Chat. Sehr gut. Also hallo an die, die vor Ort hier im Jupiter dabei sind und auch hallo an diejenigen, die online mit dabei sind im Play Valley und bei Twitch. Wir sehen eure Nachrichten auch. Der liebe Matt hat den Chat in der Hand. Und im Blick. Und im Blick sogar, das ist ja umso besser. Genau, wir haben uns heute etwas sehr schön Interaktives, irgendwie Gesprächsanregendes für euch ausgedacht. Aber bevor wir damit anfangen oder das an allererster Stelle einmal erklären, sollten wir uns mal vorstellen. Wer bist du? Ich bin Matt und mit Rai zusammen bin ich ein Kurator dieser Ausstellung. Mir ist gerade eingefallen, wir hätten uns wie so Dating-Profile vorstellen sollen. Ah, das wäre gut, ja. Also, ich bin Rahel, 26 und ich lese sehr gerne und ich mag Sonnenuntergänge und das Meer. Ich bin Christopher, ich bin auch Single. Ich bin nicht Single. Ah, oh. Ich bin Single. Das heißt, die Metaebene ist, wenn wir ähnliche, ich gucke mal in die Kamera und auch ins Publikum, wenn wir, vielleicht ins Publikum ist einfacher, wenn wir also ähnliche Geschmäcker haben, können wir drüber sprechen. Ich ziehe mich Erdbeere, gerne an. Schokolade? Achso, und ich esse sehr gerne Schokolade und freue mich heute endlich, einen virtuellen Boyfriend oder Girlfriend zu finden. Das ist auch der Plan, oder? Ja. Ja. Also, ja, willst du noch irgendwas an dein Dating-Profil anfügen? Aber dann sage ich auch nochmal, ich bin Matt, ich bin 35 und ich mag sehr, mit Menschen in VR-Theater zu spielen. Okay, ja super. Das klingt doch, als hätten wir eine super Voraussetzung und sehr viel Know-how, um hier eine Smash-or-Pass-Runde oder mehrere Smash-or-Pass-Runden, besser gesagt, anzuleiten. Diejenigen, die von euch vor Ort sind, sehen vor der Bühne zwei fast vollkommen abgeklebte quadratische Areale. Bei dem einen ist ein großes S, das steht für Smash und rechts steht ein großes P, das steht für Pass. Und so wie das jetzt ablaufen wird, ist, ich habe hier einen großen Stapel mit verschiedenen Videospielcharakteren, die im Laufe der Woche eingereicht wurden an der schönen mundförmigen Wanddekoration, die hier im Jupiter sehr leicht zu sehen war, direkt gegenüber vom Counter. Und genau, ich würde euch alle herzlich dazu animieren, das Nachmittagstief aufzubrechen, indem ihr aufsteht. Und wenn wir diese Charaktere vorgestellt haben, euch entweder zu Smash oder Pass zu bewegen. Wir bleiben hier sitzen, weil das ist uns für die Kamera blöd. Wir sagen aber natürlich auch, wie wir uns entscheiden würden. Und da würden wir auch gerne mit euch ins Gespräch kommen, wenn ihr darauf Lust habt. Genau, wir haben natürlich auch, ich weiß nicht, wie viele von euch was ausgefüllt haben, meine künstlerischen Fähigkeiten liegen nicht beim fotorealistischen Darstellen von Videospielcharakteren, das heißt, bei mir sind es ein bisschen Karikaturen geworden. Wir haben natürlich auch sozusagen repräsentative Bilder der verschiedenen Charaktere, sodass ihr dann auch eine ehrliche Meinung zu diesen Charakteren aufbauen könnt und äußern könnt. So, jetzt habe ich ganz viel geredet. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an, oder? Ja, lass uns das Intro abfahren unserer Smash or Pass Show. Willkommen. Willkommen bei Smash or Pass. Es geht ein bisschen länger, als ich dachte, aber ich dachte, wir tanzen einfach lang. Tada. Okay, so. Sehr schön. Wen haben wir denn als erstes? Das wollte ich nämlich gerade sagen, für diejenigen, die auf dem Plan geguckt haben, wie das Programm heute ist. Das ist ja offensichtlich nicht Sergej. Deswegen würde ich sagen, wir laden unseren Bühnengast hier mal dazu ein, die erste Person anzuklicken. Wir sind so digital schon. Das ist Lenora. Oh, Lenora von Storyteller. Da. Ja, ich sehe hier aber nichts.
Nein, ich meine, wir wollen doch zuerst die Kamera. Ach so, meinst du das? Ja, okay. Ja, das, damit Leute sehen, okay. Was das hier also, wir haben Lenora, sie ist ein Charakter aus... Okay, die Kamera ist nicht an. Okay. Toll. Hier folgt gleich eine sehr schöne Darstellung von Lenora. Sie ist ein Charakter aus Storyteller. Das ist ein Spiel, was bei uns hier im Young Play Bereich ist. Bei Live. Sorry. Ich soll nicht okay, stehen. Gut. Technische Sachen werden gerade gemacht. Und ich kann ja mal kurz vorlesen, was die Person, die Lenora eingereicht hat, so Schönes zu ihr gesagt hat. Der Anfangssatz ist ja immer, ich hätte gerne ein Date mit diesem Charakter, weil... Die Person hat geschrieben, weil sie blond und gut aussehend ist, in Klammern Traumfrau. Wollen wir es jetzt nochmal versuchen? Okay. Ja. Das können wir jetzt auch nochmal genau angucken. Ja. Ah, guck, da sind wir. Ja, okay. Ja, hier blonde sieht man... Haare. Blonde Haare. Genau, und ihr könnt euch jetzt ja schon mal Gedanken machen, ob ihr Lenora smashen oder... smashen oder passen würdet. Natürlich. Wir geben euch einmal ganz kurz Bedenkzeit und dann vielleicht können wir einmal kurz zum Aufstehen und Bewegen einmal die Musik abspielen. Liebes FOH-Team, wäre das möglich? Und wir geben einmal 10 Sekunden Bedenkzeit mit Beginn der Musik. Sehr gut, sehr gut. Das Bild. Was brauchen wir da? Soll ich das einstellen? Ja. Aber ich sehe nichts. So, genau, wir haben auch noch gerade ein paar. So, also, jetzt haben wir gerade angekündigt, wir würden auch nochmal Bilder von denen zeigen. Das werden wir jetzt beim nächsten machen. Wir haben hier eine Tendenz zu Pass. Ja. Okay, jemand in der Mitte, jemand ein bisschen unentschlossen. Wie geht's denn uns? Also. Warte, ich glaube, wir müssen erstmal auflösen. Wo stehen die meisten? 1, 2, 3, 4, 5? Das ist Pass. Ja, das ist Pass. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pass. Okay, also... Herzlichen Dank. Wollten wir jetzt nicht Leute fragen? Wollten wir noch was? Ich dachte, wir müssen erstmal Pass machen und jetzt müssen wir diskutieren. Okay, dann diskutieren wir jetzt. So. Sonst stehen ja die ganzen Leute die ganze Zeit. Wir hätten jemanden, der hierher kommt. Ah, so. Das wäre auch klug gewesen. So, also, beim nächsten Charakter wird alles besser. Das war jetzt der Trial Run. Wie würdet ihr euch denn zu Lenora entscheiden? Also ich meine, Storyteller ist ja da so ein bisschen auch, dass man das selber entscheiden kann. Ich finde die Argumentation, sie ist blond und, was war das? Schlank? Blond und gut aussehend. Gut aussehend. Also gut, das, guck mal, da merkt man schon, was für Bilder dabei hinkommen. Ich würde auch Pass sagen, ich finde, die Lenora, die findet schon jemand. Ne, das muss ja nicht ich sein. Und das hat ja auch die Mehrheit hier entschieden. Ich glaube, ich mache mir um Lenora wenig Sorgen. Ich würde sie passen. Genau, ich glaube, die Kriterien, die hier jetzt geboten wurden oder die schlagenden Argumente, die waren für mich auch ein kleines bisschen zu oberflächlich. Da kann ich nicht so viel mit anfangen. Also ich kenne viele blonde, gut aussehende Leute, aber ich muss sie jetzt nicht automatisch daten. Von daher würde auch ich Pass sagen, weil ich weiß ja nicht mehr zu ihr. Ich finde das ja immer ganz interessant zu sehen, wie sich die Figuren bewegen. Und ich weiß, dass sich Lenora in Storyteller nicht so viel bewegt. Von daher ist das auch für mich eher Pass. So, unter euch im Publikum, gab es für euch denn ausschlaggebende Gründe, warum ihr euch in die eine oder in die andere Richtung entschieden habt? Und wenn ja, möchte das jemand mit der Runde teilen? Okay. Ich verstehe, was du meinst, weil jetzt sitzen wieder alle. Deswegen, das meine ich. So. Na gut, wir haben jetzt ja mal mit Lenora angefangen und jetzt beim nächsten Charakter wird das alles technisch etwas besser funktionieren. Jetzt haben wir gemerkt, was wir nicht machen müssen. Genau. Wir müssen zuallererst, können wir auf unserem Preview-Monitor unseren Monitor haben? Genau. Dann sind wir fast safe, oder? Ja. Ja. Und das Mikro sollten wir weiter nach vorn stellen. Ja, und du kannst ja auch schon mal einen Charakter ziehen. Mhm. Oh, der ist besonders gut ausgearbeitet. Mhm. wir haben hier Aura von Fortnite.
Und warum ist das so? She is very hot. My favorite skin. I simping on Aura und für Fortnite. Wird gerade schon der Dings geteilt, weil ich muss einmal kurz die googeln, weil es wird offensichtlich nicht gespeichert. Oh, hast du nicht mehr gefunden? Oh nein. Oh fuck, magst du einmal kurz Aura Fortnite eintippen? Okay, ich mach das. Und du kannst ja ein bisschen was zu Aura erzählen. Ich habe absolut keine Ahnung, wer Aura ist. Ich habe sie heute zum allerersten Mal getroffen. Sie sieht sehr hübsch aus. Ich meine, was macht man in Fortnite? Das ist halt echt die Sache. Wir wurden heute ganz viel gefragt, ob wir hier auch Fortnite haben. Das haben wir nicht. Ich kenne von Fortnite immer nur die Tänze. Und sie sieht auf jeden Fall sehr kompetent aus. Wenn hier. Okay, so. Dann können wir jetzt einmal hier teilen und wir haben den Bildausschnitt. Schon schick. Ja. Es wird noch nichts geteilt. Ja. Oh nein. Okay. Nun, dann müsst ihr euch das jetzt einfach, wir können, dann müssen wir unsere Beschreibungsfähigkeiten irgendwie ein bisschen... Okay, also ich sehe eine, das ist Aura. Mhm. Wie gesagt, Aura wurde zusammengefasst als very hot, der favorite skin von der Person, simping on Aura und für Fortnite. Dann würden wir jetzt einmal sagen, das lassen wir kurz auf uns einwirken und bewegen uns mal dazu, zu sagen, ob wir Aura smashen oder passen würden. Okay, und Musik. Und Musik. Das ist jetzt gerade klarer. Oh. Ah. Die ist wohl nicht der Favorite Skin von einigen hier. Das Smash und das Pass. Aha. Ah, da wird aber jetzt gesmashed. Sehr gut. Ja gut, ich würde mal sagen, du bist gerade so selbstbewusst hier rüber gegangen, obwohl hier niemand anderes stand. Ah, das ist das bessere Mikro. Ja. Magst du uns gleich einmal sagen, warum du dich dafür entschieden hast, Aura zu smashen, wenn das Mikrofon hier rüber gewandert ist? In das Mikrofon. Oh, ich glaube, ist das Mikro gerade... Sonst kriegst du unseres. Hallo? Ja. Perfekt. Kein sehr tiefgründiger Grund, aber sie sieht aus, als könnte man Abenteuer mit ihr erleben. Mhm. Ja. Ja, ja. Genau. Ja, finde ich einen sehr guten Grund. Nö. Ich finde das auch so irgendwie. Das ist, also ich meinte vorhin mit bewegen und in Fortnite muss man sich sehr viel bewegen. Ja. Ich wäre komplett auf dieser Seite. Warum sind da so wenig Leute? Was ist da los? Ja. Was ist ein Grund für euch? Warum steht ihr hier? Das Erste, was die Schülergruppen morgens hier immer fragen, ist, habt ihr Fortnite? Und diese Frage kann ich nicht mehr hören. Deswegen, nein, kein Fortnite. Oh. Ja. Einfach wegen der Welt, aus der sie kommt. Naja, also ich finde ja gerade bei Fortnite, also ist ein Plädoyer für Fortnite und für Aura. Ich meine, das mit den Is My Favorite Skin ist ja total überzeugend, weil die kann sich ja umziehen und zu allem anderen werden. Und ich finde bestimmt auch mein Favorite Skin. Ich würde es eher sagen, Smash sowas von Fortnite-Figuren. Einfach mal alle Skins durchsmashen. bis man die Favorites Fortnite hat. Und ich finde ja dein Argument von Bewegung immer wichtig und das sind die guten Tänzer. Wir wissen alle, was man sagt über Tänzerinnen und Tänzer. Also, Smash Fortnite. Also ich fand, wir haben hier gleich noch eine Meldung aus dem Publikum. Ich fand auf jeden Fall deine Argumentation sehr gut und das ist ja auch der Punkt. Ich weiß gar nicht, ob ich das am Anfang angebracht habe. Smashen heißt ja nicht jetzt genau eine Sache. Smashen ist das, was man... Nein, das möchte ich hier nochmal angemerkt haben, weil viele Leute auch gesagt haben, nee, Videospielcharaktere, so sehe ich das nicht. Ich würde auch einfach gerne auf ein Abenteuer mit ihr gehen und dann sehen, wo es hingeht. Aber ich bin jetzt auch nicht... Also, ja, ich habe da auch vielleicht eine andere Auffassung, aber wir haben hier noch eine Publikumsmeldung. Wir sind ja hier auf der Play von Creative Gaming und hier gibt es auch Minecraft, da gibt es einen Creative Mode,
Aber bei Fortnite gibt es auch einen Creative Mode. Und da kann man wirklich viel machen. Und da könnte man sich jetzt die Frage stellen, wenn so viele Jugendliche es wollen, warum ist hier nicht irgendwas Cooles, Kreatives mit Fortnite? Das ist ein Programmvorschlag fürs nächste Jahr. Das sehen wir dann. Also beim Games Festival habe ich gerade entschieden, wird es da was geben. Naja, wir sind hier auch nicht bei Smash oder Fortnite oder PES. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Ihr könnt auch gerne stehen bleiben, weil ich glaube, das Hin- und Herlaufen ist vielleicht gar nicht mal so wie ihr mögt. Seid ihr mögt so ein bisschen. Ja, gut, okay. Setz dich mal. Na wir gut. Ich möchte jetzt auch mal jemanden hier rausziehen. Genau, schau mal. So. Wir haben ja dieses Jahr das Glück, dass wir sehr, sehr, sehr viele tolle Spiele hier haben. Und vor allem auch Spiele, die eine ganz bunte, wortwörtlich bunte Bandbreite an Figuren da drin haben. Jetzt haben wir hier auch einen Charakter, wo vielleicht diese Frage von Smash oder PES ein bisschen abstrakter gedacht werden muss, weil es ist Blue Triangle aus Marble Maze. Oh, what? Ja, ich höre schon ein paar Mal Smash hier aus der Runde. Die können sich gut bewegen. Die Erklärung hier ist, ein Date im Marble Rollercoaster, weil ein Date im Marble Rollercoaster bestimmt super viel Spaß macht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt der Person zustimmen würde, die das gemacht hat, weil im Marble Rollercoaster wird man auch mal ziemlich schnell zerfleischt und irgendwie zerquetscht. Und man wird auch irgendwie in andere Farben umgewandelt. Ich glaube, also mir wird schon beim Autofahren schlecht. Ich glaube, das wäre mir ein bisschen zu doll. Aber ja, Smash or Pass Blue Triangle. Haben wir da sonst auch noch einen? Ich glaube, ich habe einfach Marble Maze dafür ausgewählt. Wenn du. Also ich finde, wir hatten jetzt gerade so zwei sehr klassische Körperfiguren. Ich finde so ein Dreieck jetzt mal als Körper würde ich direkt smashen. Gerade nach so zwei sehr, sehr schlanken Figuren. Ne? Ja. Also ich sage eher, alle, die so ein bisschen die jetzt ein Signal geben wollen, gegen so langweilige Körpernormen, smash das Dreieck. Das ist vielleicht auch so ein bisschen zukunftsweisend. Aber es ist eure Entscheidung. Ich bewerte es nur. Ich frage mich ja, warum genau das Blaue? Weil es gibt ja mehrere Farben in diesem Spiel. Aber ich glaube, das Blaue ist dreieckig. Und das ist ja auch so ein bisschen so ein Kreis, das kann man umarmen, aber mit so einem Dreieck kann man mehr anfangen. Also ich finde, das ist auch eine Frage. Spannendere Form auf jeden Fall, ja. Aber Rot wäre schöner als Farbe. Ich glaube, das ist auch eine Frage, die wir gleich sehr gut ins Publikum bringen können, die ich jetzt auch wieder einmal einladen wollen würde. Bitte zu entscheiden, Smash or Pass, das blaue Dreieck aus Marble Maze. Oh. Oha. Oha. Oh. Oh. Klarer Smash. Aha. Klarer Smash. Ja, also wir haben hier auf jeden Fall die Smash-Seite überwiegt. Smash. Ich sag auch Smash. So. Dann, ihr Lieben, was hat euch dazu bewegt, in dieses Quadrat zu gehen und für ein Dreieck zu stimmen? Also wer Marble Maze ja schon gespielt hat, weiß, dass da eine ganze Menge gedrückt, geschoben und umgeknüpft wird. Das ist schon ein interaktives Abenteuer, also sowas von Smash. Sonst noch ein weiterer Grund dafür? Okay. Ja, Und ich glaube, so ein bisschen Blue Triangle, ich meine, ist dann halt auch wandlungsfähig. Ist ja irgendwie auch schön, wenn es dann nicht war auch mein Gedanke. So neue Facetten entdecken, oder? Ja. Und auch sehr beweglich, hat ja Matt vorhin schon angesprochen, einmal über 9 Bildschirme hinweg. In der Passfront, habt ihr einen Input, den ihr geben mögt? Wollt ihr euch verteidigen? Das rote Dreieck ist viel smashiger, sorry. Oh. Okay. Ja, ein bisschen. Also wenn es der Kreis gewesen wäre, dann wäre ich dabei gewesen. Okay, Ich brauche irgendwas Rundes, Flauschiges, eckig ist nicht so meins. Okay, Tobias, also ich glaube, du hast jetzt gerade ein paar sehr schöne Ideen gekriegt für Marble Maze 2. ich bin gespannt, was da kommt. Visual Novel vielleicht, wer weiß. Ja. Aber wenn das nicht jemand machen würde, wir machen doch Visual Novel Workshops. Ja, stimmt, wir haben doch Visual Novel Workshops hier. Oh, wenn irgendjemand noch Ideen braucht,
Marble Maze. Spätestens zum Marble Game Date. Jam. Marble Date. Marble Date. Ja. Ah, Ideenschmiede Play 2023. Okay, herzlichen Dank. Ihr dürft vielen Platz lieben Dank nehmen. An euch. Ja, wollen wir weiter wandern hier? Ach. Oh. Luigi. Ja. Bekannt aus Super Mario. Genau, und die Begründung ist, man kann immer einen Handwerker gebrauchen. Oh. Okay, also ich glaube, wir wissen alle, wie Luigi aussieht. Ich habe ihn scheinbar nicht. Ich will ihn gern trotzdem nochmal sehen. Hier ist er, hier ist er, hier ist er. Entschuldigung. Ah, ja. Das ist auch eine Pose. Den sehen wir. Ja. Gemalt sieht auch richtig schön aus. Es ist fast das gleiche Bild. Bisschen schmaler ist er gerade. Ja, ich finde, das ist gut getroffen hier. Was man so machen kann mit... Ja, wir sehen es halt aber nicht. Wir sehen es nicht. Ach so. Also ich glaube, wir... Dann lassen wir das weg. Wir lassen das hier mal weg und bleiben bei den großen Anzeigen. Dann hängen wir die danach wieder auf. Dann guckt ihr euch die danach nochmal an der Wand an. Genau. Man muss ja eigentlich schon fast fragen, jetzt gar nicht Smash or Pass, sondern Mario oder Luigi. Ich muss auch sagen, ich bin Team Luigi. Also irgendwie... Na, ich meine, wir hatten jetzt auch gerade zwei junge, schlanke Frauen, die offensichtlich von einer gewissen Front gewählt wurden. Ich drehe den Spieß um. Ich finde auch, es ist sehr, sehr wichtig, dass der Mann sehr groß ist. Ne? Also Luigi über Mario. Ja. Also Luigi hat für mich den besseren Dialekt. Ich hasse Staubsaugen. Und er staubsaugt sogar Geister. Also ich find, genau, das ist schon und das wäre mein zweiter Grund. Luigi traut sich auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ich meine, er ist der Angsthase da auch so ein bisschen so. Er ist sehr ängstlich vor den Geistern, aber Mario macht das halt gar nicht. Ja, der ist voll emotional available, Luigi. Ja. Und Mario ist immer so... Genau. Und witzigerweise, ich würde noch einwerfen, die haben ja auch noch invertierte Brüder. Waluigi und Wario. Und spannenderweise, Wario finde ich am coolsten von allen Vieren, Waluigi aber am schlechtesten. Echt, Waluigi ist am hottesten. Oh, Entschuldigung. Matt Boo. Waluigi ist Smash Mash. Smash. Why? Guck. Was? Kann ich einmal die Regie? Es gibt dieses wunderbare Foto, mit der, wo er die Rose im Mund hat. Ich muss es zeigen. Das stimmt. Ja. Habe ich tätowiert. Ich will nicht verraten, wo. Aber ich möchte einmal kurz diese Diskussion unter den Titel Super Mario Smash Brothers setzen. Ja. Also, ihr Lieben, bitte sagt mir, würdet ihr Luigi smashen oder passen? Oh. Es ist ein klares Smash, aber wir haben hier ein paar Pässe. Ja. Aber auch so ganz klar, du kommst ja auch so schon nach vorne, dass du was sagen willst. Deswegen. Ja. So. Das Statement gegen Luigi. Ja, wir brauchen einmal dein Statement gegen Luigi. Ja, das tut mir leid, das geht nicht unbedingt gegen Luigi, aber es geht für Waluigi. Und da kann nämlich Luigi einfach auch echt nicht mithalten. Nee. Das ist wahr. Das ist wahr. Das ist wahr. Hier, ihr lieben Luigi-SmasherInnen, was sagt ihr? Ich wollte schon immer mal mit einer berühmten Person was zu tun haben. Fair. Italiener. Ja, sehr gut, okay. Ja, und also ich meine, die Mario-Spiele sind ja das Beste, was es gibt. Aber der Mario ist einfach so bescheuert und Luigi ist einfach viel cooler. Also ich meine, Mario, Luigi, du hast einen Punkt, habe ich nicht so viel, weiß ich nicht so viel drüber irgendwie, aber wenn schon, denn schon Luigi. Und ich meine, grün, cool. Ich finde es auch sehr schön, dass wir so viel über Farben reden heute. Es ist ja auch, man sagt, ihr dürft euch wieder hinsetzen, vielen Dank. Man sagt ja auch, rot ist die Farbe der Liebe, aber irgendwie ist heute grün die Farbe der Liebe. Ja, also, ne? Also Mario ist ja rot, ja, theoretisch wäre ich eher da, weil ich rot mehr mag, aber für mich geht das Grün hier bei ihm eher in Ordnung. Mhm. Weiß ich nicht warum, vielleicht ist das Gewohnheitssache, weil man Mario einfach schon so lange kennt. Das stimmt, ja, der ist schon fast eine väterliche Figur. Das gilt nicht ganz als Argument, weil man Luigi auch schon ziemlich lang kennt. Luigi kenne ich weniger lang, habe ich das Gefühl. Mhm. Matt, bitte. Oh Gott, soll ich wieder, okay, na gut. Mein Gott, das sind echt viele. Du hast sind jetzt 50 oder so? Videospiel-FreundInnen gesucht. Hast du schon das Gefühl,
Ich muss es wieder an Valucci denken. Also eigentlich weiß ich gar nicht, was ich hier mache. Eigentlich weiß ich ja, was ich will im Leben. Oh, ich möchte einmal kurz... Das ist leider einer dieser Charaktere, der keine Begründung dafür hat. Es ist nee, aber ich kann es, ich kann dir, ich kann das noch zusammen raussuchen. Meshen, vielleicht. Nee, ja genau, also wir haben ein paar Charaktere, die wirklich mehrfach genannt wurden. Und das ist, ich hatte jetzt schon mit viel Spaß gesagt, dass das unser Most Eligible Bachelor ist, denn er wurde zweimal eingereicht und jetzt muss ich einmal, ich hätte das hier ein bisschen besser sortieren können. Nicht in dem Stapel hier, oder? Du kannst ja einfach mal sagen, wer es ist. Wer ist es? Steve! Sehr gut. Also, aus Minecraft. Und ich finde diese... Also ihr seht jetzt hier diese Zeichnung mit der Axt, ja, die ist ja relativ klassisch hier auf dem Bild, ist ja mit einem gezackten Schwert zu sehen. Es ist, ja, es ist witzig irgendwie, was man sich halt so im Kopf behält. So, das ist einfach nur eckig auf jeden Fall, das trifft zu. Steve ist eckig. Steve bewegt sich auf jeden Fall sehr viel, das finde ich gut und der ist halt so richtig hart am Arbeiten. Ich glaube deswegen, also ich glaube, ich muss da Pass sagen. Ich finde, ich bin so eine Person, ich umarme und kuschel wirklich sehr gern und der hat einfach zu viele Ecken und Kanten. Also. Aber das Inventar ist gigantisch von du ihm auch. Dein Inventar. Ja. Haben wir noch mehr Steves? Wir hatten hier noch einen zweiten sehr schönen Minecraft-Steve. Und mit die Begründung. Erklärung ist, weil er so gut zuhören kann. Und das finde ich einen extrem schönen Grund, jemanden smashen zu wollen. Mhm. Weil das hat jetzt mal einen Tiefgang. Redet Minecraft-Steve überhaupt oder ist er nur ein Zuhörer? Sagt Minecraft Steve irgendwas? Niemand redet. Weil wenn er nichts sagt, dann habe ich schon fast das Gefühl, ich müsste smashen, weil ich rede sehr viel sehr und sehr gerne. Hey! Warum? Achso, du auch, okay. Ich hab dir zustimmen, du redest ja. Aber also ich finde eine gute Argumentation. Ja. Ja, ja und deswegen fände ich es, glaube ich, dann vielleicht gar nicht mal so schlecht. Vielleicht finde ich mich dann auch mit den Ecken und Kanten an. Ich meine, es ist doch auch bei Menschen so. Da muss man auch sich mit Ecken und Kanten und niedriger Pixelanzahl abfinden. Was ich mich aber immer gefragt habe, und das macht für mich einen großen Punkt bei diesem Charakter aus, ist das ein sehr großer Mund, der lächelt, oder ist das ein Bart? Ich glaube auch, das ist ein Bart. Aber ist das? Aber brauchst du mehr den Mund oder brauchst du mehr den Bart? Nee, der Mund wäre gruselig, also, aber der Bart ist auch gruselig, weil der halt nur so, nicht so, weißt du? Ja. Und die Augen sind halt auch irgendwie, ich weiß auch mal nicht so richtig, wo die hinschauen. Das sieht, nach vorne. Ja. Er ist ein vorausblickender Mann. Aber halt so in die Leere. Also ich finde das immer ein bisschen gruselig. Also okay, in also die Zukunft. Also ja. Ich sage jetzt mal Smash, weil wie also gesagt, ich bin jetzt überzeugt, weil er gut zuhören kann. Und das kann ich gut gebrauchen in meinem Leben. Okay, ich sage, ich bin bei Pass, weil also Steve ist definitiv auch ein richtiger Workaholic. Mhm. Es gibt immer was zu tun. Naja, also zum einen mag ich meine Männer, wenn sie die Fresse halten, das stimmt. Das finde ich ein gutes Argument. Ich denke auch, ich werde jetzt langsam alt. Ich bräuchte vielleicht jemanden, der mir das Haus baut und nie da ist. Ah, okay, das ist natürlich auch ein gutes Finde ich auch Argument. Überzeugend. Also ja, Doppelsmash. Okay, jetzt habt ihr mal unsere Argumente gehört. Jetzt bitten wir euch gerne wieder dazu, zu sagen, ob ihr Minecraft Steve smashen oder passen würdet. Dinge, die ich gerne außer Kontext will. Oh. Oh, jetzt. Oh. Das ist aber 1, 2, 3, 4. Ja. Oh. 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 Also eine leichte Pass-Tendenz. Das ist, glaube ich, gepasst. Gerade weil du hast immer gesmashed bisher. Das ist das erste Mal, dass du... Ich dachte, ich könnte immer smashen. Ah, ja. Genau. Was ist denn der Grund für deinen Pass jetzt? Ich finde die ganzen praktischen Argumente, die stimmen, aber irgendwie ist mir das auch zu trocken irgendwie. Ein bisschen basic. Mhm. Fair. Ja. Was haben wir auf der Smash-Seite für Argumente? Ich finde ihn sehr kreativ und das ist wichtig. Kreativität ist wirklich sehr gut, ja. Du zeigst so. Und super abenteuerlustig und ich meine, also er ist viereckig. Also ist viereckig ist für dich ein Smash-Argument. Wenn du jetzt vielseitig gesagt hättest, aber... Habt ihr noch ein Pass-Argument? Wo ist er?
Oh, zwei sogar, perfekt. Ich ja, möchte also für mich ist das auch mit dem gut zu hören, ja, okay, aber wie gesagt, der redet halt irgendwie gar nicht und zwischendurch möchte ich auch mal die Fresse halten können, ohne dass es einfach unangenehmes Schweigen ist. Das Abenteuer ist dann, dass du kurz nicht hinguckst und er dir die ganze Möbel umräumt und das Haus abbaut. Das ist nicht so geil. Wir haben jetzt gerade hier die quadratische Diskussion gehabt und du hast gerade SpongeBob angebracht. Ich möchte einmal anmerken, wir haben hier ein paar Honorable Mentions von Charakteren, die sehr schön aufgearbeitet wurden, aber nicht aus Videospielen sind. Ich möchte einmal kurz die Charakterbeschreibung, ihr könnt euch natürlich gerne wieder hinsetzen, gern einmal die Charakterbeschreibung von SpongeBob SquarePants vorlesen. Und es ist nämlich, ich hätte gerne ein Date mit diesem Charakter, weil charmant, lustig, gut aussehend, sexy. Ja, aber hier steht nur Bikini Bottom. Ist das nicht das Spiel? Ist das das Spiel? Okay. Ja. Dann bin ich leider nicht so deep in der SpongeBob SquarePants Spiel Lore. Das tut mir sehr doch leid. Ja, ich möchte kurz noch mal anmerken, weil im Twitch-Chat fragt Jakob Beeks, was er tun soll. Und kommentiert gern einfach auch mit, wenn genau. Es einen Charakter gibt, den ihr gut findet. Würdet ihr diesen, also... Generell, wenn ihr einen Charakter findet, würdet ihr ihn smashen oder passen und warum, ist die Frage. Genau. Schreibt das gerne hier rein, wir lesen das vor. Und schreibt auch gerne, welchen Charakter ihr meint, weil wir haben ja leider ein bisschen eine Verzögerung zwischen unserer Bühne und dem Twitch-Chat und von daher möchten wir natürlich eure Sachen mit einbringen, aber wenn wir jetzt gar nicht wissen, auf welchen Charakter es sich bezieht, möchten wir euch natürlich nicht falsch hier darstellen. Du bist dran. Ja, ich bin dran. Ich habe jetzt nur gerade einmal das hier in der Hand hochgenommen. Und es ist nämlich ein Charakter, der, glaube ich, dreimal hier genannt wurde. Es ist auch wieder ein Ausstellungscharakter. Es ist sehr schön, weil selbst wenn, also wenn ihr euch jetzt entscheidet, ich möchte diesen Charakter smashen, dann habt ihr tatsächlich jetzt in der Ausstellung natürlich die Möglichkeit, weitere Kontakte mit diesem Charakter zu knüpfen. Und das ist jetzt nämlich der wunderschöne Charakter Sergio. Und also das ist echt ein Charakter... Das ist Sergio. Ihr könnt ihn treffen in Thirsty Suitors, wo seine Ex-Freundin gerade mit ihm klarkommen muss. Also ist vielleicht auch eine schwierige Situation. Aber Sergio wurde hier zusammengefasst als Sergio's very weird, but he's tall. So anyways. Mhm. Ich suche mal nebenbei die anderen Zitate raus. Was sind eure ersten Eindrücke? Ich bin ein bisschen beunruhigt, wenn ich mir das hier durchlese, was da steht und wenn ich gerade Ex-Freundin gehört habe. Ich meine, sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Fuckboy. Er ist sehr thirsty. Ich meine, ich habe es gerade schon bei Steve gesagt, ich werde älter. Ich weiß nicht, ob ich so ein Sergio noch im Leben ertragen könnte. Ich glaub, wobei natürlich, das ist eine Pose, die erinnert mich wieder an Falucci. Ich würde trotzdem Pass sagen, nur leid, Sergio. Er hat sehr gute Dance-Moves, das muss man noch mal einmal mit anbringen, der shake so ja, richtig. Ja, aber ich glaube, der ist gefährlich. Ich meine, da kommt wieder, man denkt, kann man tolle Abenteuer erleben. Ja, bestimmt, aber es ist mir, ich bin da, I'm gonna settle down soon, so Pass. Es geht doch um die Frage, wie lang, oder? Ja, aber jetzt... Also... Ich würde sagen, ich probiere das Spiel gleich mal aus. yes. Bei Tanzmoves habt ihr mich natürlich, also und das sieht auch so aus, Sergio. Und ich glaube, ich habe die Stellen, die ich in dem Spiel schon gesehen habe, ist Sergio tanzt. Und das macht er schon ziemlich gut. Und also diese Bewegungsenergie, da bin ich doch auf jeden Fall voll dabei. Die Länge würde ich jetzt mal außen vor lassen, aber für mich ist das Smash Sergio. Ja, ich möchte noch einmal kurz die weiteren Gründe mit anbringen und einmal anmerken, dass wir haben hier dreimal Sergio als Profil. Zweimal ist es quasi nur eine Strichfigur mit richtig fetten Bizeps. Das heißt, man weiß auch schon, was so bei Leuten hängen bleibt und das ist eben dieser Körper. Das könnte jetzt natürlich auch wieder oberflächlich gefasst werden, wie wir es ja am Anfang mit Leonora hatten. Aber ich lese nochmal vor. Ich hätte gerne ein Date mit diesem Charakter, weil er einen guten, breit gebauten, durchtrainierten Körper hatte. Hatte verunsichert mich jetzt gerade ein bisschen. Stirbt Sergio? Wurde Sergio umgebracht? Nee, warte, die Spoilershow war gestern. Ja, die Spoilershow war gestern, ich weiß es nicht. Und dann das andere Argument ist Sergio, because only character I played. Das heißt, auch hier ist er der Person irgendwie im Kopf hängen geblieben. Bin ich das?
Ja, ich bin das. Ich halte ganz still. Ja, also ich weiß nicht. Ich glaube, er ist mir auch ein bisschen, also overconfident und insecure und macho. Das finde ich eine ganz schwierige Kombi. Also Unsicherheit finde ich bei Menschen generell einfach schwierig. Und wenn es dann noch mit so einem Fake it till you make it Ding komplett überspielt wird, ich weiß nicht. Und ich glaube, wenn der viel zu viel von sich selber hält, dann habe ich da auch keinen Bock drauf, weil im Gegensatz zu dem Blue Triangle von Marble Maze möchte er sich dann sicherlich auch nicht verändern. Von daher würde ich Pass sagen. Und jetzt, ihr Lieben, ich animiere euch einmal, gerne wieder aufstehen und mir sagen, ob ihr Sergio smashen oder passen würdet. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh. Hart gepasst, leider. So, wir haben im Smash-Quadrat Sergej, der übrigens in der Instagram-Story heute vom Playfestival einen wunderbaren Paartanz mit Sergio abgeliefert hat. Ist das für dich eine persönliche Verbundenheit? Oder ist es doch irgendwie immer wie diese Frage, würde man mit seinem eigenen Klon rummachen? Ist das für dich sowas? Oder ist das was ganz anderes? Okay, so sick möchte ich das jetzt gar nicht machen, aber ja, wir haben schon eine kleine Verbindung. Wir haben schon ein bisschen miteinander rumgetanzt, aber ich würde sagen, so ein Kurzzeit-Smash kann ja auch mal hier ganz okay sein, ne? Also, es muss ja nicht immer der Deep Smash sein. Ich frage jetzt... Ja, yeah, aber immerhin... Und er gehört dir alleine, das ist doch super, ja. Das ist doch sehr schön. Ich frage jetzt nicht nach, ich war auch was beim Tanzen ein dabei. Deep Smash ist. Ich gehe nochmal rüber in die Anti-Sergio-Front. Was hat euch dazu bewegt, euch so zu bewegen? Also nach der Beschreibung, die ich da auch lesen kann, glaube ich, ist das unglaublich anstrengend, längere Zeit mit ihm zu verbringen. Und nee, da kann ich meine Zeit mit anderen Sachen besser verbringen. Nee? Okay, ja, ich glaube, diese Beschreibung von ihm, man muss natürlich sagen, diese Beschreibung stammt von seiner Ex-Freundin. Ihr könnt euch gerne wieder hinsetzen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das ist vielleicht auch nicht immer die fairste Beschreibung. Also es ist ja auch bei Dating-Shows so, dass dann ganz häufig Ex-Partner-Personen dann dazugerufen werden, um die ganze Wahrheit zu sagen. Und naja, ist manchmal auch ein bisschen voreingenommen, ne? Ich tanze gleich mit dem, ich finde es raus. Mal gucken, ob wir uns den teilen müssen oder ob den beiden das. So, wer ist wieder dran mitziehen? Sehr, sehr schön gemalt. Abby Anderson von Last of Us. 1 zu 2, aber hier steht 2, besonders von 2. Gott sei Dank. Von, ja. Wie alt ist sie da? 16? Das weiß ich jetzt nicht. Sie ist volljährig. Gut, dann können wir über Abby reden. Also. Gut. Ich lese mal kurz vor. have you seen her? She's buff and cares for friends and family. Das ist auch wieder ein Thema, was sich durch die Smash-Up-Zettel zieht. Wir haben sehr viele sehr starke Frauen, was ich persönlich sehr gut finde. Ja, also Abby kenne ich jetzt auch nur so von, man kriegt Last of Us 2 am Rande mit, wenn man selber keine Konsole hat. Ich muss schon sagen, also hier die Argumentation, she's buff and she cares for her friends and family. Ich finde das sehr wichtig, weil ich kann nicht so gut schwere Sachen tragen und ich bin auch schlecht darin, IKEA-Sachen zusammenzubauen. Und von daher, und ich habe ganz viele Bücher und die müssen hin und her geschleppt werden manchmal. Und dann fände ich das ganz schön, wenn ich das nicht alleine machen muss. Das ist ungefähr dein Inventar, diese Praktikabilität, die du da jetzt an den Tag legst. Mhm. Also auch hier muss ich wieder sagen, Bewegung ist hier over 9000 irgendwie bei ihr auf jeden Fall. Also ist es jetzt, weil es in Last of Us so oft regnet oder ist sie da tatsächlich so außer Puste? Ich glaube Regen und schwitzig. Ja, das ist schon... Schon hot? Das ist schon ziemlich schon hot, ja. Also, finde ich auch. Das heißt, wenn man so aussieht, dann hat man sich sehr viel bewegt. Und dann kann man sich auch richtig viel bewegen, um dahin zu kommen. Also das, ja... Also ich sag auch Smash. Smash. Ja, wie gesagt, ich mag meine Männer, wenn sie die Fresse halten, meine Frauen, wenn sie mich tragen können. Smash. Ja, ihr Lieben, es ist wieder an der Zeit. Wie steht ihr zu Abby aus Last of Us 2? Smash or Pass? Ich freue mich sehr drauf. Das ist der zweite Teil, oder? Ja. Muss,
man noch hinspielen. Irgendwann kommt der noch für PC raus. Oder wird noch, gezögert. Irgendwann kommt der noch raus. Ja, Smash die Tendenz geht zu Smash. Soll ich diesmal? Yes. Ja, alles klar. Ja, warum steht ihr hier? Du warst noch gar nicht. Warum stehst du bei? Ach, stimmt. Ich habe da gar keine gute Antwort drauf, glaube ich. Ich fand sie einfach sehr interessant und dachte, okay, ja, doch, eher ja als nein. Aber jetzt auch nicht wahnsinnig überzeugend. Also ich habe weder den ersten noch den zweiten Teil gespielt. Das Ding ist, wenn ich mir sie so angucke, kriege ich Angst. Und deswegen sage ich lieber, okay, ich bin lieber positiv eingestellt, weil was macht sie mit mir, wenn ich auf der anderen Seite stehe? Also ich finde, dieses Format offenbart sehr viel über sowohl uns als auch unser Publikum. Habt ihr noch ein Argument? Tolke, du siehst. Hallo. Also ich fand sie auch interessant, war ein bisschen unentschlossen, aber war mir auch ein bisschen zu impulsiv und das finde ich manchmal auch anstrengend. Ja, Leute, nichts gegen starke Charaktere, aber habt ihr alle vergessen, was da im zweiten Teil am Anfang passiert? Also die Spoiler-Show ist vorbei, ne? Aber es war sehr Blutiges und Brutales und zu einer Figur, zu der man sehr viel verbindet, also weiß nicht, wenn so ein... Aber ist es nicht auch so eine gut? Figur deinen guten Freund zusammen zu Brei verprügelt, wäre das nicht so sexy, oder? Aber die Sache mein ist doch... Mein King-Shaming hier. Also. Ja, und wir sind in einer... Also ich meine, Abby agiert ja auch so, weil sie in einer Zombie-Apokalypse ist. Und ich muss sagen, ich würde sofort sterben in einer Zombie-Apokalypse. Und deswegen fände ich es sehr schön, wenn ich da noch ein bisschen mehr Puffer hätte, weil sie stark ist und mich beschützen kann. Das ist noch so mein Gedanke. Aber ja, fand ich jetzt auch alles gute. Das ist ein gutes Argument, ne? Wer von uns hat Last of Us 2 gespielt? Aha. 2, 3, 4. Ja, okay, und standen trotzdem bei Smash, von daher scheint das ja ausgeglichen zu sein. Okay, was haben wir hier? Wolf von Sekiro. Ja. Da haben wir doch bestimmt ein fantastisches Bild. Das ist eine sehr lustige Strichzeichnung. Er sieht nach einem sehr fröhlichen Charakter aus. Jemand, der so dasteht mit einem Schwert in der Hand. Ja. Also hier haben wir ihn ein bisschen gebuggt. Aber seine Essenz kann man ja trotzdem erkennen. Der Grund, warum dieser Charakter gedatet werden sollte, ist I want to learn how to parry. I need to get gut. Mhm. Ja, also... Das ist so eine Lehrfigur, ja? Ja, eine, so ein Mentor. Der man aufsieht, von der man etwas lernen kann. Mhm. Von Sekiro. Sekiro Shadows Die Twice. Ist, glaube ich, PlayStation? Das ist eins dieser Konsolenspiele, wenn ich es so richtig kenne. So, jetzt habe ich nicht ganz aufgepasst. Ist das Smash zu diesem Charakter oder zum letzten Charakter? Genau, gerne, wenn ihr online zuguckt, gerne dazu schreiben, welchen Charakter. Wir bewegen uns hier ja wirklich sehr viel rum und sind ja auch im Dialog hier mit dem Publikum. Da kann es mal sein, dass wir einmal eine Runde nicht auf den Chat gucken. Ja. Also, ich weiß nicht, ich gucke mir diesen Mann an und er sieht aus wie jeder andere Mann in diesem Genre. Ich weiß nicht, was irgendwie ihn besonders macht. Ich habe jetzt auch nicht so viel Vertrauen in meine Schwertkünste und ich weiß auch nicht, ob ich irgendwie Schwertkünste brauche. Es ist auch immer dieses Trope dann so drin, ne? Also das Gesicht sieht man jetzt nicht so richtig, aber ich hätte gesagt, es sieht ein bisschen aus wie Wolverine. Und Wolverine, ne, ist halt auch so ein, der hier heißt Wolf. Da gibt es bestimmt noch irgendwie einen Tiger und keine Ahnung, irgendwie so und andere Löwe. Figürchen. Und dann bist du da. Mhm. genau. Aber so diese Lehrmeistergeschichte ist natürlich, das spricht nochmal einen ganz anderen Aspekt an irgendwie. Ne? So ein, da kann man sich sicher fühlen. Da ist jemand, der weiß, was er tut, auf jeden Fall. Und ist caring. Also ich finde es ja auch, man erkennt, also er sieht so ein bisschen aus wie viele andere auch. So gleichzeitig, wenn ich mir da genau hingucke, was ich so höre, und ich vermisse auch so allgemein Hot Dads bisher, und ich würde ihn jetzt gerade unter die Kategorie Hot Dads setzen und finde, wir sollten mehr Hot Dads smashen. Ich habe da gleich jemanden für dich. Ah, es kommt noch ein Hot Dad, dann würde ich da vielleicht, also ich würde eher in Richtung Smash gehen, aber ich verstehe auch, dass es so ein bisschen
Er ist sehr, sehr mysteriös, sehr mysteriös. Aber bewegen funktioniert hier wieder gut, glaube ich. Mhm. Obwohl, ich stelle mir das sehr zackig vor, diese Bewegung so. Und dann verharrt man dann so und dann passiert irgendwas anderes. Ich glaub, weil diese ganzen Sekiro-Spiele, das ist so ein... So ein Souls-Dingsy-Bumsy. Ja, die kann ich immer nicht irgendwie, weil diese... Das ist so... zu getimte Geschichten, ne? Und so. Das erinnert mich immer an so ganz alte Tekken-Teile. Da funktionieren die Kämpfe auch nicht so flüssig, sondern so zack, zack. Ich glaube, ich bin zu schreckhaft. Und ich glaube, wenn der dann irgendwie, es fällt mir vielleicht in der Küche ein Glas runter, macht er so, und fängt das so auf, und dann kriege ich einen Schreck und das ist so eine ganze Kettenreaktion. Also ich sag Pass. Der, ich weiß nicht, spricht mich nicht an. Das Glas bleibt, aber du fällst um. Liebes Publikum, einmal gerne aufstehen. Wenn ihr euch fangen lassen wollt von Wolf aus Sekiro. Gute Überleitung. Oh, diese Unentscheidung. Ja, wird es auch am längsten gezögert bisher von allen. Pass. Also, ihr hört es schon. Ja, sehr stark Pass hier. Wir haben es noch nicht gehabt, dass ein Charakter wirklich die volle Mehrheit in einem oder dem anderen Feld hatte. Aber wir haben jetzt einen einzelnen Krieger im Smash-Feld. Warum? Mich hat dieses Lehrmeister-Argument total überzeugt. Also und auch jemand, der was beibringt, der dich beschützen kann. Fand ich gut. Ja. Wir haben hier irgendwie, wir haben ja gestern Abend auch ein Datespiel gespielt. Irgendwie sind, ich wollte gerade Lehrkräfte sagen, das ist nicht der richtige Begriff dafür. Irgendwie sind Lehrer hier sehr beliebt. Ihr in der Anti-Wolf-Fraktion, was sagt ihr, was hat euch in dieses Quadrat gebracht? Ich finde zwar auch, dass er sehr interessant aussieht und man bestimmt auch Abenteuer mit ihm erleben könnte, aber tatsächlich war für mich genau dieses Mentor-Argument das Gegenstück, weil ich finde so SchülerInnen-LehrerInnen-Beziehungen immer extrem seltsam. Und deswegen fällt das leider bei mir raus. Und ich würde ein bisschen behaupten, er sieht aus wie so ein Lone Wolf. Ich glaube, so Dates wären nicht so spannend mit ihm. Für dich vielleicht, weil du dann ganz viel erzählen kannst. Ja, für mich. Ich habe schon Pass gesagt. Wäre das nichts, wenn ich da praktisch auch an der Wand was erzählen könnte. Ja, also ich war ja auch so ein bisschen unentschlossen, weil Schwertkämpfe sehen ja auch wirklich schick aus so. Aber es ist mir zu sehr Outdoor-Type. Also es ist so zu Abenteuer, kein Hiking und nee, ist nicht so meins. Also Minecraft Steve war dann wahrscheinlich auch nichts für dich. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo du gestanden hattest. Doch auch. Okay, na gut. Hängt dann also vom Typ ab. Ich habe auch gerade gedacht, der Typ, der wird doch sicherlich auch ganz viele Feinde haben. Und dann stellt euch vor, ihr seid beim Date und dann kommt so ein Typ und will ihn abmurksen. Das ist doch irgendwie nicht so schön. Dann habt ihr ein Date und dann... Ja, aber dann zeigt er, was er kann. Ja, aber ich will doch nicht, dass jemand... Das sage ich jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen, ich will doch nicht, dass jemand beim Date ein Schwert rausholt. Smash. Okay. So, du wolltest einen heißen Vater haben. Einen Hot Dad, ja. Aber also, okay. Mhm. Also, ich habe hier diesen feinen Mann für dich. Großvizier Al-Zahir von Anno 1404. Was? Also. Ja, wow. Ja. Die Begründung ist, er treibt immer einen fairen Handel und seine Flotte ist auf allen Meeren zu finden. Was wiederum seine Flotte ist auf allen Meeren zu finden, ja direkt ein Argument dagegen ist, weil ich will ja gar nicht wissen, was er da tut. Der soll ja nur auf meinem Meer rumschwimmen. Also ich finde, ein weisen Mann, der was von der Welt gesehen hat und der schon verschiedene Eindrücke gesammelt hat, verschiedene Kulturen kennengelernt hat und offensichtlich seinen Ruf auf Fairness irgendwie aufbaut, ich finde das schon ganz attraktiv. Hat auch eine sehr markante Nase. Ich finde Nasen immer ein sehr gutes Gesichtsfeature. Also ich sag Smash. Ich smashe Großvizier Al-Zahir. Also ich glaube, mit Bewegen ist da ein bisschen schwierig. Also das kann ich mir wirklich... Der bewegt Ware. Ja. Ja, dann würde ich mich aber mehr für die Ware interessieren, als dann den Menschen dahinter dann. Nein, ich glaube, ja cool, seine Flotte ist überall, aber wo ist er halt gerade so zu finden, ist so die Frage. Sitzt er dann halt hinter irgendwie in irgendeinem Turm, hinter so einem Schreibtisch
und dann sitzt er da halt. Ja, und wo dann, ist sein Heimathafen? Und dann ist er halt so richtig langsam. Oh, das sind so viele Vorteile dann jetzt gerade. Aber in meinem Kopf spielt sich das so ab. Ich habe jetzt nur das Bild, ja. Mhm. Wie er da an so einem Schreibtisch sitzt und dann überlegt und dann so Excel-Tabellen ausfüllt. Also ohne Excel, sondern mit... Im Jahr, anno 1404. Wie man das halt so macht mit Logbüchern oder so. Im Jahr 1404. Tabellen halt. Tabellenbücher oder so. Und es gibt ja, also wenig, was ich mir unsexier vorstellen kann, als Leute in einem Turm, die Tabellen ausfüllen. Ich fühle mich gerade persönlich angegriffen, als Person, die... Sitzt du in einem Turm? Naja, die Finkenau ist ja schon so... Du hast einen Turm. Das fühlt sich schon manchmal so an. Ich fühle mich jetzt angegriffen, persönlich angegriffen. Ihr Lieben. Du machst viel mehr als Tabellen ausfüllen. Ihr Lieben, möchtet ihr den Großvisier Al-Sahir smashen oder passen? Oh, aber da ganz schnell, da ging immer ganz schnell, sehr fröhlich auf die Smash-Ebene. Ja, ja. Leichte Pass-Tendenz. Das sieht nach Pass aus. Aber jetzt kommt Liebeschwur, also jetzt kommt nochmal die Begründung. Putting the no in Anno. So, ihr Lieben. Plädieren für den Visier. Ja, also der sah jetzt nicht mehr so ganz frisch aus, aber reich. An Erfahrung. Auch. Und ich meine, vielleicht ist er auf seiner nächsten Kreuzfahrt mit seiner Flotte irgendwie vielleicht dann verschwunden und dann könnte ich das alles erben und ein eigenes Imperium aufbauen. Eine andere Art von Smash auf jeden Fall, aber ja, richtig gut. Ihr möchtet keine Handels- oder anderen Beziehungen mit dem Großvisier eingehen. Warum? Also ich wollte natürlich jetzt hier auch kein Altersshaming betreiben und bin so in mich gegangen, dachte so, ja, so rumreisen wäre ja auch ganz schön, aber ich leide sehr stark unter Motion Sickness und dann mit dem auf dem Schiff unterwegs zu sein, geht nur schief aus für alle Seiten. Und ich stehe auch überhaupt nicht auf solche großen Bärte, deswegen gab es sonst Pass. Ich habe bei dem Bart ein bisschen Santa Claus-Vibes und das kann ich einfach nicht smashen, das funktioniert nicht. Oha, was kommt jetzt? Oha. Nein, das war einfach... Okay, gut. Das war zu hart. Das okay. Santa Claus-Argument war zu strong. Ja. Ja, aber ich habe auch schon, ich muss ja sagen, ich habe vorab ja schon ein bisschen die Kärtchen gesehen und auch meine Favorites mit Leuten. Vielen Dank. Meine Favorites mit Leuten geteilt und ich muss schon sagen, also im FOH haben wir schon so einen Großvisier-Ultra da. Also, ja, Kemal, du bist gemeint. Also, ich glaube, Kemal würde sehr schnell auf Smash drücken. Yes, okay. Ja, sehr schön. Ich glaube, einen können wir noch. Einen können wir noch. Warte, dann möchte ich einmal einen lustigen aussuchen. Einen lustigen? Einen lustigen? Oh Gott. Oder einen super sexy. Mhm. Wir haben doch ganz viele lustige, ja, oder? Ja. Aber, okay. Wie gesagt, wir haben ja welche gehabt, von denen wir mehreren hatten. Und dann finde ich das eigentlich nur fair, dass wir jetzt noch den letzten beliebten Charakter hier haben. Das ist... Der Horrorabend war doch schon vorbei. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das war. Es ist aber tatsächlich eigentlich... Vielleicht hat er sich gerade nämlich selber gemeldet. Es ist nämlich Slenderman. Das war jetzt nicht geplant, aber... Das macht es jetzt ein bisschen gruseliger, ehrlich gesagt. Das macht es jetzt also je nachdem, für was ihr euch jetzt entscheidet, ja, das hat eventuell Konsequenzen in eurem realen Leben heute Abend. Ja, passt auf, geht vielleicht nicht in Wälder. Die zwei Slenderman-Argumente, die wir hier hatten, ist das eine, da steht einfach nur, he's hot. Mhm. Und das andere ist, tall, skinny, white guys hot sind und er hasst Kinder wie ich. Das finde ich ein bisschen hart, aber da ist auch ein Smiley am Ende. Also ihr könnt euch jetzt aussuchen, welche irgendwie diese Argumente da fürstehen. Ich sag Smash, weil ich glaube, der kann richtig gut umarmen. Mhm. Ja. Oh, ich glaube, ich habe ein echtes Problem mit dem, weil jedes Mal, wenn man ihn sieht, bewegt er sich gar nicht. Er steht einfach nur da. Aber wenn man wegguckt, kann er sich richtig, richtig schnell bewegen. Das ist quasi die krasseste Bewegung, die es eigentlich irgendwie so gibt. Ja, ja. Das ist jetzt doof.
Aber lass mich das durchdenken. Ich würde das ja gern schon sehen, wenn sich jemand bewegt. Vor allen Dingen, wenn man dann ein bisschen näher zusammensteht. Das ist ja blöd, wenn alles sich so hinter meinem Rücken nur abspielen kann. Man stellt sich vor, man steht so im Bad und so, ja, warst du jetzt schon duschen? Sieht man ihm nur im Spiegel. Ja, wenn überhaupt irgendwie. Ne? Dann ist so, ja, warte, man darf nicht hingucken. So, du brauchst ne? halt auch eine Altbauwohnung, damit die groß genug ist, dass er da überhaupt sich ganz ausdehnen kann. Ja, oh Gott, ich habe noch gar nicht an die ganzen praktischen Sachen gedacht. So die Sachen, die man dann anziehen muss oder die Sachen, die man dann suchen muss, das ist graus. Ja, mit dem mal shoppen gehen, ab in die Mönckebergstraße mit Slenderman geht gar nicht. Wobei das Shoppen vermutlich sehr günstig wird, weil man ihn ja halt einfach dann nicht so richtig sieht. So zack, rein, raus, irgendwie, das ist das beste Shoppen ever. Irgendwie, man muss halt nicht dauernd warten. Also ich mag romantische Menschen und ich finde Romantik durch den Waldspaziergang sehr romantisch. Und ich finde, bei Romantik muss auch immer so ein bisschen, ich meine, ist Gefahr. Es romantisch, wenn man nicht sterben kann? Nein. Also was ist romantisch, an der Klippe stehen und irgendwie durch und so. Also ich finde, Slenderman ist ein romantischer Mensch, hat viele Arme, kann gut umarmen, ja. Ich würde smashen. Ich sag auch smash. Pass. Oh, Entschuldigung, pass. Der Großvisier hat einfach... Stimmt, der sieht ja ganz anders aus. So, das ist auch so nicht so ein heteronormativer Körper. Das finde ich ganz gut. Ja, der ist einfach neutral. Ja. Also, liebes Publikum, abschließend. Wir haben danach, möchte ich noch, nämlich noch einen Honorable Mention nennen. Aber da müssen wir uns richtig beeilen. Ja, deswegen... Bitte einmal Smash oder Pass Slenderman. Ja, und auch der Chat sagt ruhig nochmal, was ihr von Slenderman haltet. Würdet ihr ihn Smash oder Passen und warum? Wow. Aber wir haben immer einen Smasher gefunden, ja. Oder eine Smasherin, also. Unerwartet. Wow. Warum stehst du hier? Oh, Entschuldigung. So. Ja, also, ich bin sehr, sehr gerne im Wald unterwegs. Und also ist schon eine Gemeinsamkeit auf jeden Fall. Und ich glaube, da ist es auch einfach von Vorteil, eine positive Beziehung zu Slenderman aufzubauen. Ja, und außerdem, also selbst wenn wir nicht im Wald sind, ich glaube, das ist gar nicht schlecht, wenn ich jemanden Furchteinflößenden dabei habe. Mhm. Weil ich, glaube ich, nicht sehr furchteinflößend bin. Das heißt, kann mir alle Leute vertreiben, die mir auf die Nerven gehen. Finde ich gut. Ich glaube, auch bei Konzerten gut. Kann und, man auch und Umarmungen, ja. Und bei euch? Ich glaube, mir fehlen so ein bisschen die Emotionen in dem Gesicht. Und ich stelle mich sowieso schon ein bisschen damit an, mir Gesichter zu merken oder zu verstehen, was Leute von mir wollen. Und wenn ich dann immer nur so auf diese weiße Fläche gucke, dann weiß ich, glaube ich, gar nicht, was los ist. Und ich glaube, dann würde mir echt was fehlen. Ich war ein bisschen unentschlossen, weil die Größe ist schon sehr praktisch. An alles, was ich nicht rankomme, könnt ihr mir runterholen. Aber ich bräuchte schon einen Partner, vor dem ich selbst keine Angst habe. Und bei dem würde mir das definitiv nicht so gehen. Ich werde die ganze Zeit einfach nur tierisch verängstigt. Darauf habe ich keine Lust. Sehr gut. Herzlichen Dank für diese Einblicke. Ja, also ich finde es auch sehr schön, dass wir jetzt an Slenderman geendet sind. Ja, das ist ja halt wirklich auch schön zu sehen, irgendwie Horrorcharaktere können halt auch irgendwie hot sein. Man kann sie auch smashen wollen. Man muss manchmal einfach nur außerhalb der Box denken und sich auch denken, okay, wie verhält sich dieser Charakter außerhalb des Mediums, in dem er sonst agiert. Ich hatte ja gerade noch. Wir hätten sogar noch eine zweite Person im Chat gehabt, die auch Smash gesagt nice. Hat. Nice. Leider nicht warum, aber hey, zwei Leute, die für Slenderman smashen. Direkt ein Herz. Nice. Ich auch. Danke, June. Ich möchte noch einmal den letzten Honorable Mention mentionen. Das ist auch so, hat halb mit Spielen zu tun, weil es ist ein Charakter aus Arcane. Und das ist Ambessa Medarda. Ich habe sie jetzt leider nicht hier als Bild vor uns, deswegen muss Slendy noch ein Weilchen bei uns bleiben. Aber ich fand diese Beschreibung einfach sehr schön, weil man hat gespürt, also man spürt wirklich, dass die Person, die diesen Charakter eingereicht hat, ich glaube, ich habe, Izzy, du kommst
Izzy, ich hole dich gleich nochmal auf die Bühne dafür. Izzy hat nämlich dieses Profil eingereicht. Und die Beschreibung für Ambessa Medarda, übrigens mit einem Glitzer-Sticker von Ambessa Medarda, vollstes Commitment. Ich mag muskuläre Milfs und bin ein Simp. Und ihr Bizeps sagt mehr als 1000 Worte aus. Wunderschön. Ich würde auch smashen. Izzy, magst du einmal kurz auf die Bühne kommen und einmal nochmal sagen, du kannst jetzt das Abschlusswort haben, warum sie in deinen Kopf gekommen ist und warum sie für dich ein Smash ist. Also, als ich damals Kane geschaut habe, war das so einfach so Liebe auf den ersten Blick. Das ist auch so ein bisschen mein MILF-Awakening. Das war die erste MILF, bei der ich mir dachte, okay, die ist schon echt hot. Und ja, die Badezähne, ich weiß nicht, das hat Dinge mit mir gemacht. Also das ist doch auch ein Zeichen vom Charakter, wenn sie einem sprachlos lässt. Genau. Vielen lieben Dank, Izzy. Ich würde jetzt sagen, abschließend regen wir nochmal unser Publikum an. Bitte steht noch ein letztes Mal auf und sagt uns, ob ihr Ambessa Medarda smashen oder passen würdet. Wer kein Foto hat, will ein MILF-Awakening haben, emotional, geht zu Smash. Ja. Ich weiß es nicht. Ja, wir haben leider kein Foto, aber stellt euch eine sehr starke Frau vor. Eine sehr generell starke Frau. Ja. Okay. Okay. Ja. Wollen wir noch einmal kurz hier die... Definitiv gesmashed. Ja, es wurde definitiv gesmashed hier. Was soll ich jetzt fragen? Warum steht ihr hier? Was habt ihr euch vorgestellt? Also ich hatte schon Abby eingereicht und ich glaube, da kann man sich ganz gut meinen Typ vorstellen. Ja. Das ist gut. Ja. Okay, und das ist dann die anerkennendes Nicken in der Runde hier übrigens. Hier kein MILF Awakening. Ja, schon irgendwie MILF Awakening, aber ich glaube, um diesen Körper so instand zu halten, wie er ist, brauchst du eine richtig krasse Sportroutine. Und da passe ich, glaube ich, nicht in den Alltag mit rein. Ich glaube, da würden wir nicht glücklich miteinander werden. Gut. Alles gut. Super. Ja, dann vielen, vielen lieben Dank an euch, liebes Publikum hier vor Ort. Vielen lieben Dank an die Leute online. Es tut mir leid, wenn wir euch da jetzt an manchen Stellen übersehen haben, aber ich hoffe, dass ihr sehr viel Spaß hattet und auch selber euch ein paar Gedanken machen konntet von, was sagt das jetzt eigentlich über mich aus, dass ich ein blaues Dreieck smashen würde? Food for Thought, ihr habt jetzt ja noch ein bisschen Zeit, diesen Abend darüber nachzudenken, mit diesen Charakteren in Kontakt zu kommen. Und genau, schaut ihr euch an der Wand nochmal an. Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß. Wir hören uns auch nochmal das Intro an, mit dem wir uns verabschieden. Und hier geht es weiter. Christopher, möchtest du noch etwas sagen? Ich suche jetzt hier meinen Valucci. Aber Sergio. Ja, ich werde Sergio ausprobieren und wenn der nichts ist, dann ich bin hier. Okay, Waluigi, wo auch immer du bist. Du musst ihn auf jeden Fall nochmal malen an der Wand. Mal-Luigi. Ja. So, genau. Wir haben jetzt gleich um 18 Uhr ein reines Online-Programm, also auch hier vor Ort gestreamt. Aber der gute Alistair, der uns ja schon lange hier auf der Play begleitet, wird ein sehr cooles Online-Programm für uns veranstalten. Und dann nachher um 19:30 sind Matt und ich wieder auf der Bühne und hoffentlich klappt dieses Mal 12 Minutes. Sonst werden wir etwas anderes spielen und auch da wieder die 12 Minutes spielen, unter uns vertrösten. Vielen lieben Dank an euch alle und vor allem auch an das Publikum hier vor Ort, dass ihr so gut mitgemacht habt und dass ihr auch vor allem uns so gute Gründe für Smash oder Pass genannt habt. Genau, ich gehe jetzt mal weiter den Großvisier googeln, würde ich sagen. Gut, Outro ab. Outro ab.